Faszination am Sportholzfällen ist für mich, dass wir mit einem Naturprodukt arbeiten und dass kein Block, mit dem wir dann nachher zu tun haben, gleich ist. Ich muss meine Technik dementsprechend ein bisschen umstellen, wenn ich merke, der Block ist ein bisschen harter oder ein bisschen weicher, und das macht es eigentlich für mich aus. Für mich macht den Sport halt besonders, dass es eine Sportart ist, die nicht jeder macht, weil es ist nicht so wie Fußball spielen. Ich gehe auf den Platz, Schuhe an und Fußball und los. Es braucht mehr. Sport an sich ist für mich deshalb besonders, weil wir wahrscheinlich einfach eine richtig coole Gemeinschaft sind. Also wir Sportholzfäller, wir haben, glaube ich, alle so ein bisschen einen an der Klatsche, aber wir sind alle auf eine liebevolle Art und Weise bescheuert, und wegen dem genau dieser Zusammenhalt von uns, den finde ich so genial. Beim Sport brauchen wir Fähigkeiten natürlich, wie Kraft, Ausdauer vor allen Dingen und Beweglichkeit. Man muss Biss haben. Man muss absolut Biss haben, dran bleiben zum Trainieren, um sich ständig zu verbessern, um seine eigenen Ziele natürlich zu erreichen, dran zu bleiben und zum Kämpfen. Ja, das Werkzeug fasziniert mich schon sehr. Vor allen Dingen die Äxte, das Gewicht, die Form, die Schärfe, genauso wie bei der Single Bug. Man sieht es ja immer, wenn die Leute es mal ausprobieren und dann sehen, okay, es ist gar nicht so einfach, so eine Säge zu bewegen, und wir Frauen können die genauso gut bewegen wie die Männer und auch genauso gute Zeiten schneiden. Allein schon beim Einlaufen, wenn wir vorgestellt werden als Athleten, diese ganze Stimmung mit aufzunehmen, aufzusaugen und dann halt einfach danach das abzurufen, was man halt das ganze Jahr über gelernt hat, seine Fortschritte zu zeigen. Es macht mich unglaublich stolz, wenn ich dann sehe, dass meine eigenen Leute mitkommen, die extra wegen mir auf diesen Wettkampf gefahren sind, und das ist wirklich ein unbeschreiblich schönes Gefühl.